Vorbereiten und Tragen deiner Pumpe. So bereitest du deine Pumpe für die Verwendung vor. Schritt 1. Setze deine Insulinampulle ein. Schalte dein Handset ein. Halte deine vollständig gefüllte Insulinampulle bereit. Vielleicht kennst du die Insulinampulle auch als Reservoir. Halte deine Pumpe so, dass die weiße Seite der Pumpe zu dir zeigt. Setze die Insulinampulle schräg in die Pumpe ein, sodass der Schlauch in der hierfür vorgesehenen Aussparung liegt. Drücke die Ampulle anschließend sanft an der Lasche in die Pumpe, bis sie mit einem hörbaren Klick einrastet. Schiebe deine Insulinampulle niemals gerade hinein und übe keinen übermäßigen Druck aus. Dies kann die Pumpe und die Insulinampulle beschädigen. Wenn die Insulinampulle richtig eingesetzt ist, hörst du zwei Pieptöne, um zu signalisieren, dass die Pumpe jetzt mit dem Handset verbunden werden kann. Ist alles in Ordnung, sollte die Insulinampulle mit der weißen Innenseite der Pumpe bündig abschließen. Schritt 2. Koppeln und verbinden deiner Pumpe. Nur wenn du deine Pumpe zum ersten Mal verwendest, erscheint eine Meldung auf deinem Handset, die dir mitteilt, dass deine Pumpe bereit zum Koppeln ist. Überprüfe, ob die Farbe und die Seriennummer deiner Pumpe, die du koppeln möchtest, mit den Informationen auf deinem Handset übereinstimmt. Wenn du bereit bist, die Pumpe zu koppeln, drücke die Enter-Taste, um Koppeln auszuwählen. Der Kopplungsvorgang kann bis zu einer Minute dauern. Sobald die Kopplung erfolgreich war, zeigt das Handset eine Bestätigungsmeldung an. Die Pumpe gibt drei Signaltöne ab, um dir mitzuteilen, dass die Kopplung erfolgreich war. Wenn du deine Pumpe bereits zuvor benutzt und gekoppelt hast, wird dich dein Handset auffordern, dich mit deiner Pumpe zu verbinden. Drücke die Enter-Taste, um Verbinden auszuwählen, und schon ist deine Pumpe verbunden. Dein Handset fragt nun, ob eine neue, vollständig gefüllte Insulinampulle verwendet wurde. Wenn du deine Insulinampulle gerade gefüllt hast, drücke die Enter-Taste, um Ja zu wählen. Es ist an der Zeit, deine Patches anzubringen. Schritt 3. Bereite deine Patches vor. Du brauchst dein Pumpenpatch und dein Bodypatch. Nimm dein Pumpenpatch und ziehe die Papierabdeckung ab. Dadurch wird der Klebstoff des Pflasters sichtbar. Klebe das Pumpenpatch auf die Rückseite deiner Pumpe, sodass er die Insulinampulle bedeckt und das Hexagon nach außen zeigt. Nimm dann dein Bodypatch und befestige ihn, ohne sein Papier zu entfernen, auf deinen Pumpenpatch, indem du die Klettverschlüsse-Hexagone aufeinander drückst. Versuche, deinen Bodypatch so gut wie möglich mit deiner Pumpe abschließen zu lassen. Schritt 4. Platziere deine Pumpe. Halte deine Pumpe und verbinde den Konnektor deiner Insulinampulle mit deinem Infusionsset. An zwei Klicks beim Einrasten erkennst du, dass die beiden Seiten sicher verbunden sind. Überprüfe, ob der Konnektor korrekt mit dem Infusionsset abschließt. Wenn er richtig verbunden ist, fühlt sich die Oberfläche glatt an, ohne Ecken oder Lücken. Halte die Pumpe fest und ziehe das Papier von der Oberseite deines Bodypatch ab. Jetzt kannst du deine Pumpe dort platzieren, wo du sie gerne tragen möchtest. Achte darauf, dass der Schlauch der Insulinampulle nicht zu stramm sitzt oder geknickt wird. Wenn du eine Insulinampulle mit einem 30 cm langen Schlauch verwendest, platziere deine Pumpe an einem sicheren Ort. Wenn du ein neues Infusionsset verwendest, musst du immer deine Kanüle füllen. Wähle die Kanülenlänge, die du verwendest, und drücke die Enter-Taste. Drücke erneut die Enter-Taste und wähle Ja, um die Pumpe zu starten. Deine Kanüle wird jetzt gefüllt. Sobald der Füllvorgang abgeschlossen ist, bestätigt dein Handset, dass deine Pumpe gestartet wurde. Deine Pumpe ist jetzt einsatzbereit.